Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empyrean, dem Galactic Survival. Wir, oder ich am besten gesagt, möchte gerne mal etwas erkunden. Und zwar brauchen wir ein paar seltene Metalle, alles. Deswegen würde ich schon mal einen kleinen Vorstecher machen, um da ja demnächst da ein bisschen Erleichterung zu haben. Geht nämlich darum, ich will, also das kann ich auch gleich mal, dass der immer nicht da unten erscheint. Der hier. Dass der, achso, ja. Auf Privat, im Meer. So, wo kann ich denn das einstellen, dass der nicht mal angezeigt wird? Speichere das aktuelle. Bitte Code eingeben. Aha. Also kann ich da denn das abspeichern sozusagen? Ungruppiert, Statistiken und so weiter alles. Naja, oder halte mal. Kann ich doch, denke ich mal, wenn ich hier Registratur gehe. Hier Registratur. Land Buggy. Achso, da kann ich es noch nicht. Aha, gut. Ja, jetzt. Wird da eben halt eingezeigt und fertig. So. Das haben wir soweit alles. Dann gucken wir mal noch hier hoch. Achso, das brauche ich nicht. Ah, doch, das kann ich darin schmeißen. Ich habe schon mal ein bisschen Patronen etc. gebastelt. Ich habe mir wieder meinen normalen Schrank gebaut. Wie lange bist du haltbar? Verfallzeit 200, 109. Nehmen wir mal zwei Stück mit. Mal gucken, wie wir da überhaupt klarkommen. Das Ganze. Hätte ich ja keinen Sauerstoff drin gebaut, war. Was haben wir mit? 15 Stück. Sollte reichen. Sollte reichen. Aufhören, aufhören. So, 16 AU. Ach, 16. Aha. Das ist ja mal... Oh, was leuchtet mich denn hier so von an? Hey. Totaler Regen und Untergang hier draußen. Aufregend, ja. Dann können wir nämlich die auch gleich nachladen hier, falls wir uns zu Wehr setzen müssen. Und dann jetzt aber 139 Minuten Streamlinge. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was dabei, war ja... Und dann können wir da erstmal zu Ningyas erstmal schauen. Und dann auch nochmal dahin. Das sind 30, 60. Sollte klappen, sag ich mal. Da sollten wir zumindest doch relativ gut zu Rande kommen mit unserem paar Erzen, die wir gerade in unserem Warp-Antrieb reingeschmissen haben. Und draußen. Hier scheint die Sonne. Na, das ist doch mal schön. Sektorenkarte. Wir machen zuerst mal Ninges. Ich weiß ja nicht, was das für einer ist. Ist das ein Alien-Planet? Ey, das wäre natürlich supi, ey. 15, was waren das gewesen? Kleine Raumschiffe können nur 15 AE warpen. Also so. Denn nicht. Ja, ich würde das Blocklimit aufheben, aber irgendwie
macht er mir das nicht. Ich muss schneller fliegen. Jetzt. Deswegen. Hä? Ah. Noch besser. Oder das liest du dumm? Hä? Ja, warst du doch eben gerade erst. Das passt doch irgendwie nicht. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein PvP-Asteroiden nicht vorhanden. Gut. Schwebt zwar hier ringsherum komplett, aber naja. Akura haben wir da zum Beispiel. Das wäre doch auch mal ganz interessant. Kriege ich zwar nicht das, was ich haben möchte. Weil ich bin der Meinung, hier auf Ninges müsste es Satium und Neodym geben. Und Kobalt und so weiter noch alles, aber das sind erstmal die beiden Sachen, die ich noch nicht habe. Weil Kobalt habe ich auf dem Mond, da habe ich noch kein Ding drauf gestellt. Ich habe erstmal auf den Pentazit habe ich erstmal was drauf gestellt. Weil zum Verkaufen ist und ich brauche ja das hier, um hin und her zu fliegen. Aber mal gucken, was es hier gibt. Wir haben hier Satium, Neodym, jo. Silizium, Kobalt, Kupfer und hast du nicht gesehen? Aber das ist doch schon mal... Da haben wir zum Beispiel schon irgendwas. So, Satiumlager, sehr groß haben wir da zum Beispiel. Promethiumlager. Und Abschluss. So, Satiumlager haben wir jetzt schon gefunden. Wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch ein... ein Neodymlager. Entweder finden wir das jetzt hier gleich vor uns. Das wäre natürlich hier supi. Dann können wir wieder eigentlich abhauen. Dann haben wir ja schon alles so weit durch hier. Der Rest interessiert Satiumlager nochmal. Jawohl. Große groß, ca. 100% ist noch drin. Jetzt kommt das nächste. Ah, das läuft doch hier wie ein Länderspiel. Gerade so gefunden und gewonnen. Wollt ihr mich hier rollen? So. Ihr sollt mich doch nicht hier immer so verarschen, ey. Haufen Erz. Satium, Satium, Satium interessiert mich da ja nicht. Also schon, aber. Aber das ist jetzt hier erstmal ein größerer Teich. Es wäre natürlich supi, wenn ich hier in der Nähe Neodym finden würde, dass ich nicht hier über einen halben Planeten immer cruisen muss. Das ist dann natürlich auch ein bisschen immer anstrengend. Noch ein Stück voran hier. Dann fliegen wir mal wieder ein bisschen Richtung Osten. Oh. Dann haben wir den Weg einschlagen hier. Was haben sie denn da? Hallo, achso. Da fehlen ein paar Blöcke, kann man nicht sagen, aber Felder, oder? Oder lädt der noch? Er lädt und lädt und lädt. Hm.
Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ach ja, mal aber zumindest noch ein paar. Also erstmal hier nicht. Hier gibt es Pentaxid auf dem Planeten. Das ist schon mal schön. Brauchen wir aber eigentlich soweit nicht. Weil wir haben ja unser schöner Automatikgerät da drauf gestellt. Oh, das ist doch wieder zum Mäusemaken genau das, was man denn nur mal schnell finden möchte. Findet man nicht. Weil man es eben nicht findet. Kann man ja wieder stundenlang rumgehästern und da überhaupt ja nichts. Was ist denn das da unten? Sind das alles Zivilsachen oder? Supply Station. Gradus Defense. Hä? Hier ist ja mal was los. Mal so ein halb ein bisschen noch rumfliegen hier. Ist auch noch mal eine Defense, war. Das sieht doch wie handmade aus. Also dass es nicht vom Computer regeneriert worden ist. Fuel Depot. Na, das ist doch mal was. Dann geht's ja noch weiter, ja. Also da ist ja nochmal die Defense, ja. Komm, Center. Blöd. Oh. Ey. Mach mich nicht kaputt hier. Das gibt's doch ja nicht. Schießt er mich einfach an hier. Oh, was ist denn hier los? Advanced Supply Station. Oh. Die können aber weit schießen. Drift Shuttle. Ey, macht das nicht kaputt da? Scheiße, was ist denn hier los? Hab ich ihn eigentlich auch nicht gesehen. Ja, kommen Sie mal her hier. Ah, immer 1000 XP hier stehen. Da geht doch die Karriereleiter nach oben, ja. Wie ist denn das hier? Hä? Das Gras! Das macht komische Sachen. Oh! Nein. Oh. Hier mal ein bisschen schießen. Was kriegen die alle toll? Leck mich doch, ey. So, jetzt hier. Ruhe hier, ey.
Ja. So. Hoffentlich mal habe ich hier alles. Jetzt habe ich alles. Würde ich mal hoffen. Bisschen einsammeln hier. Feindlicher Transporter. Ja, ich habe hier ein paar Minuten, habe ich ja Zeit hier. Kann ich auch ein bisschen Zeug hier holen. Mal ein bisschen Geld hier aus den Taschen. So. Müssen wir uns ein bisschen mal ellen hier reingucken, mal ganz kurz. Oh, da kommt er ja schon. Der Transporter ist ja schon da. Ah, falsche Seite. Meine Fresse, das sind aber viele. Immer schön niederstrecken. Jawollo. Jetzt ist doch erstmal uninteressant, was da überhaupt drin ist, wa? Hier erstmal die ganzen Truppis mit einem Sacken. Deswegen waren wir eigentlich hier gewesen, ey. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ach, wir wollten Ärzte suchen, ne? So. Wie kommt man hier hoch? Da hinten. Raketendrohne. Die ist ja immer noch da, ja. Oh, Dings. Oh, das ist... Ne, ich würde schon sagen 200, ne, 27 Meter. Das geht von der Entfernung her. Das können wir so machen. Haben wir hier irgendwas? Drinne, die Dings kann ich so oder so nicht öffnen, die Spinte. Weiß ich nicht warum. Da ist der Sensor zwar drin, ne? Hier ist aber kein allgemeiner kein Ström drauf. Ist schade. Ja, hallo. Ja, weil sie wahrscheinlich das schon kaputt geschossen haben. Weil Solar ist eigentlich drauf, eigentlich müsste es klappen. Also so war es ja bei den anderen Sachen auch immer bisher. Warum das hier schweben tut. Schon wieder Ladefehler oder sowas. Keine Ahnung. So, wir müssen weiterfliegen. Advanced Supply. Aber jetzt ist ja eigentlich auch schon wieder Feierabend. Also, weil hier gleich ein See kommt und so weiter. Also, Richtung Süden muss ich ja fliegen. Ich muss Richtung Süden fliegen. Also hier irgendwo, also Südwesten eigentlich mehr. Oh, ja. Ja, aber Feierabend ist ja auch. Ich werde hier mal ein wenig rumstolpern. Und dann werde ich mal gucken, ob ich hier eventuell noch Dings finde, noch ein Lüm finde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin dann erstmal.